Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Zuschauerfrage von Frank, passend zum Ende des Winters. Wir sind schon mitten im Frühjahr, kurz vor Sommer sogar. Hallo, liebes Konishi-Team. Hier mal ein Foto von meinem Kind Showa. Den ganzen Winter hat er so im tiefen Wasser geruht. Im März hat er so dann im Flachwasser gelegen. Wenn er geschwommen ist, sah es nach einem Schwimmblasenproblem aus. Überwintert habe ich ihn bei ca. 7 Grad. Da ich keine Möglichkeit habe, ihn einzeln zu halten, habe ich Ende März angefangen zuzuheizen und aufzusalzen. Nach ein paar Tagen hatte ich 12 Grad erreicht und er ist seitdem einer der aktivsten Fische im Teich. Danke für euren guten Tipps, macht weiter so. Grüße aus Potsdam, Frank. Frank, das ist kein Einzelfall, sowas, das findet man nicht in jedem Teich, aber vielleicht in jedem zweiten, dritten, vierten Teich. Einfach Koi, die mit den kalten Temperaturen nicht zurechtkommen. Heute Morgen war eine Familie aus der Schweiz hier und die haben einen sehr teuren Goromo gekauft, vor 3 Jahren, so 2021. Und der macht jeden Winter Probleme. Der liegt zwar nicht so am Boden, aber der stellt dann wieder ein paar Schuppen ab und dies, das. Ist verschleimt, ist rot, ist irgendwas und dem geht es auch nicht gut. Und Matthias hat dann heute gesagt, also das gucken wir uns nicht mehr an. Ab sofort überwintert er im Warmen. Und das ist, was Sandra immer sagt, Koi sind keine klassischen Salzwasserfische, also nicht wie eine Forelle, ein Hecht oder ein Döbel, sondern das sind eigentlich Warmwasserfische, die kommen eigentlich ursprünglich aus wärmeren Regionen. Die können sich nur ganz gut mit dem kalten Wasser oder ans kalte Wasser anpassen. Da gibt es halt immer wieder welche darunter, denen das weniger gut gelingt. Ich habe auch so einen zu Hause im Teich, den habe ich Lisa irgendwann mal geschenkt als Jumbo Tosai. Aus der ersten Zucht der Karashi Yamabukis, das waren Deutsch Karashi Yamabuki mit ganz vielen Nibanhi-Flecken. Und wenn im Winter Leute zu mir nach Hause kommen, sagen sie, da liegt ein Toter im Teich. Nee, der ist nicht tot, der hat nur keinen Bock im Winter zu schwimmen. Der macht es aber viele, viele Jahre schon so. Und im Sommer schwimmt er munter herum und will fressen. Deine Maßnahmen zu heizen auf 12 Grad und vor allem auch das Aufsalzen, beides absolut richtig gemacht. Und das ist auch dann wieder das Verrückte, dass bloß weil die im Winter rumliegen wie tot oder wie krank, heißt es nicht, dass sie dann im Frühjahr eine schlechtere Kondition haben müssen, sondern so wie du beschreibst, ist jetzt einer der eifrigsten, der vordersten am Futter. Also wie wenn man einen Schalter von links nach rechts umlegt, also die brauchen nicht länger, um sich wieder ans warme Wasser zu adaptieren. Also du hast alles richtig gemacht, das Aufsalzen ist wie gesagt eine tolle Maßnahme, Temperatur ist die entscheidende Maßnahme. Also toller Frank, bis dann, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog, ciao.